Ja, heute sind wir zu Gast bei den Tauchern der Feuerwehr Hamburg am Hohendeicher See. Und wir haben heute mal die Möglichkeit, direkt fast unter Wasser Kontakt aufzunehmen. Und ja, was ist eure Aufgabe hier, beziehungsweise wo seid ihr stationiert? Also stationiert sind die Taucher in Hamburg an der Feuerwache Billstedt. Und dort sind wir auf drei Wachabteilungen verteilt und ca. 15 Taucher und Taucheinsatzführer auf jeder Wachabteilung und machen jeden Tag, also 24 Stunden Dienst. Was macht ihr heute hier am Hohendeicher See? Ja, hier am Hohendeicher See vertiefen wir Suchverfahren, lernen natürlich mehr das Gerät kennen, vertiefen Tätigkeiten mit dem Gerät und um das Gerät, Maskenübungen und alles, was dazugehört, um halt unseren Suchaufgaben, wenn wir gerufen werden, nachzukommen. Welche Aufgaben habt ihr genau beim G20-Gipfel? Grundsätzlich keine anderen als sonst auch. Wir sind dann zur Menschenrettung, werden wir gerufen und zur Pkw-Bergung, alles was wir so ums Wasser herum in Hamburg als Aufgaben haben. Unter anderem unterstützen wir aber auch die Polizeitaucher und die können wir auch gegenseitig über diese Handhilfegeschichte dann anfordern, wenn wir sie brauchen. Alles klar, super. Besten Dank für eure Auskünfte. Ja, wir sind heute hier am Hohendeicher See. Stefan Möhle ist heute Taucheinsatzführer. Und Stefan, was macht ihr heute hier? Hallo erstmal zusammen. Wir machen heute unser Übungstauchen. Das heißt, wir müssen ja regulär Tauchgänge erfüllen, um unsere Tauchtauglichkeit zu behalten. Deswegen halt nennen wir einfach mal Übungstauchen, um die Fitness dementsprechend zu haben, Suchverfahren und sowas zu machen. Wir sind mit 4 Leute fest besetzt jetzt im Dienst. Das heißt, meine Wenigkeit als Taucheinsatzführer, der halt dann die Verbindung mit aufnimmt mit Führungsdiensten an Einsatzstellen oder auch jetzt bei den Übungstauchgängen verantwortlich ist, für eine sichere Durchführung dementsprechend. Wir haben des Weiteren noch 3 weitere Personen. Dazu ist natürlich dann erstmal der Rettungstaucher oder Feuerwehrtaucher da. Der zweite Taucher ist unser Sicherheitstaucher. Und der dritte Mann ist der Maschinist, der im Taucheinsatz dann den Signalmann machen würde, um die Verbindung, wie man hier sieht, das Equipment, unser Tauchtelefon zu bedienen und die Verbindung zum Taucher aufrechtzuerhalten. Ich würde im Rettungsfall oder im Problemfall von unserem Taucher, würde ich den zweiten Signalmann machen, um den Rettungstaucher dann dementsprechend oder unseren Sicherungstaucher dementsprechend zu unserem eigenen Taucher als Rettungseinheit loszuschicken. Okay, danke. Wir berichten im Rahmen vom G20-Gipfel über die einzelnen Aufgaben der Feuerwehr Hamburg. Habt ihr speziell für den G20-Gipfel eine besondere Aufgabe? Wir haben speziell keine besonderen Aufgaben für den G20-Gipfel. Wir machen das normale Tagesgeschäft, das heißt also Menschenrettung, Pkw-Bergung in dem Bereich. Wenn Großschadenslagen, denke ich mal, kommen würden oder die Polizei uns anfordern würde, würden wir natürlich auch mittätig werden im Rahmen der Amtshilfe. Aber sonst speziell haben wir keine besonderen Aufgaben zu erfüllen. Super, vielen Dank. Bitteschön.